Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, Leute, da sind wir wieder. Krankenwagen ist voll. Komm, die Karre nehmen wir jetzt aber noch mit hier. Kann ja wohl nicht sein, dass hier so Müll rumsteht. Was ist da los? Und wie ihr seht, schon wieder Nebel. Weiß nicht, was das Spiel uns damit sagen möchte, dass hier andauernd Nebel ist. I don't know. So, wie die Mara mir gerade gesagt hat, kriegt man ganz gut aus Zapfsäulen auch Electrical Parts. Vielleicht interessiert den einen oder anderen das ja. So, da sind wir. Da sind wir. Bazinga. Ja, und ihr seht schon. Die Karre ist voll als voll. Achtzehn Messingdinger. Ja, Halleluja. 76 Mechanical Parts und 50. Ne, umgekehrt. 50 Mechanical Parts und 76 Electrical Parts. Warte, vielleicht können wir die squaren. Vielleicht gibt es da Parts. Ja, da gibt es noch Metall. Okay. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Guck mal, das kann man sogar squabben. Die Autoteile, okay. Nice to know. Ein bisschen Öl haben wir auch. 1000 Dingens haben wir auch schon. Messing. Wir haben hier aber noch 18 Kühler. Ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen... Ja, klar. Ist logen. Gleich eine Spidey-Horde, Alter. Ist klar. Also wie wir auf jeden Fall sehen, Wanderhorn funktionieren. Muss ich gleich mal die Mara fragen, ob die um 14... Alter, kleiner Scheiße. Die auch eine hatte. Würde mich mal interessieren. Und wenn, ob es dieselbe ist. Ja, mitten im Nachladen, ne, du kleiner Pisskopf, Alter. Das beide sind schon nervig. Aber auch nur, wenn man sie an einen rankommt, ne? Aber schon geil, so eine Spidey-Horde. Hat schon so vom Feeling her, fühle ich die. Sag ich euch, wie es ist, ey. Wow, habe ich gar nichts zu trinken mitgenommen? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie hier sowas passieren würde. So, Delle. Ich würde halt in etwa so bauen wollen, wie wir es im Multi im Stream hatten. Ich denke mal, es guckt ja auch nicht jeder. Mach mal hier so ein bisschen eben frei. Würde ich ja gerade, ob ich es unten halt einfach ein bisschen anders mache. Wie im Multi. Ich könnte es ja so machen mit diesen Fensterdingern, wie wir es haben. Aber auf jeden Fall so in der Art. Ich würde es auf jeden Fall zweistöckig machen. Aber jetzt auch nicht zu groß. Einfach, dass wir unser Scheiß da reinkriegen, weil Werkbank und sowas... Jawohl, Werkbank, ja, eine könnte vielleicht nach unten, aber die Mara braucht unten eigentlich auch keine Werkbank. Wir könnten natürlich auch sagen,
Machen hier oben gar nichts und machen alles unterirdisch, aber ja, weiß ich nicht. Mag ich auch nicht immer so. Deswegen, ich mag schon, wenn so ein bisschen was oberirdisch ist. Okay, dann muss der einen weiter, ne? 1, 2, 3, 4. 3. Ja, das wäre 9 mal 9. Ist natürlich schon wieder ein bisschen, ne? Oder wir machen halt 7 mal 7. 7 mal 7 wäre halt so. Aber man darf ja immer nicht vergessen, ja, aber können trotzdem reichen, wa? Könnte trotzdem reichen erstmal. Ich habe ja gesagt, was Kleines, Zartes. Deswegen, da müssen wir nicht schon wieder so übertreiben. Naja, das sollte reichen. Was zwei. Warte, ich drücke immer die verkehrte Taste. Wenn wir das zweistöckig machen, passt das schon. Jetzt erstmal klarkommen hier mit den ganzen Shapes wieder. Oh, was war? Wir hatten doch auch. Eigentlich ist das schon krank, was wir alles hier an Shapes haben, ne? Lattenecke rund. Ich suche gerade eigentlich nur diese stinknormale halbrunden Dinger, gab's doch mal. Also diese nur in voll, quasi. Okay, ja, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Session ausprobieren. Wir können jetzt, glaube ich, schon einigermaßen geil rund bauen, oder? Na. Oh, jetzt bist du auf den Rund-Tab. Und dann zeigt er dir nicht. Ah, hier. Drei Meter runde Mitte, gerade links. Würfel, drei Meter runde Mitte. Wow, dass ich jedes Mal wieder hier runter scrollen muss. Das ist ja schon. Der passt aber hier nicht mit der Kante, ne? Naja, gucken wir mal nächstes Mal. Alles gut.
Ist ja hier heute noch irgendwie was schaffen. Aber jetzt einfach so diesen vollen Runden gibt's nicht mehr, oder was? Sehe ihn zumindest. Hier hast du die Kuppel. Die wir von oben bräuchten. Und das soll der sein hier, aber der passt nicht ganz rein halt. Ja, dann bauen wir halt eckig. Dann bauen wir halt ein bisschen eckig. Damit es wenigstens ein bisschen nach was ausschaut. Wir könnten natürlich auch mal gucken. Ja, können auch so machen. Ist doch okay. Das ist doch okay, ne? Okay, man kann echt hin und her drehen, Alter. Da 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 da. Was ist das eigentlich? Sieht so aus. Ein zu hoch. Könnte natürlich einfach zählen, aber es wäre natürlich wieder zu einfach, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht doch ein zu hoch. Ich sage doch. Na 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 na. Alter, ich bin halt echt. Das Schöne ist halt Imperium jetzt fertig. Hier muss ich jeden einzeln. Oder gibt's das vielleicht? Nein, es geht nicht. Ich hoffe, das kopieren die noch von Imperium. Ich meine, hier geht's ja jetzt noch, wenn wir nur so eine kleine Strecke haben. Also hier unten werden wir das Ganze minimalistisch machen. Da werden wir jetzt gleich auch direkt die Decke hier reinziehen. Das ist, hier unten ist halt toter Raum eigentlich. Oder aber wir machen den nutzbar. Das ist halt die... Nee, wir lassen den mal als toten Raum. Also wenn, keine Ahnung, sollte mal etwas größer Screamerhorn kommen oder was weiß ich irgendwas... Kann man halt hier unten reingehen zum Fighten halt, ne? Ich mache hier gleich, das baue ich hier gleich noch aus.
Ja. Überlege ich gerade. Mach hier volle Blöcke. Hintergrund, wenn ich jetzt eine Plate mache. Oder ich mache die Plate andersrum, dann können wir auch nichts auf dem. Nee, nee, wir machen volle Blöcke. Weil Plate und so ist schöner, weil man dann ein bisschen Abstand hat. Fühlt man sich nicht nur nicht so eingeengt. Aber man kann da nichts unter die Decke machen oder so, ne? Das ist halt immer so ein bisschen semi. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie wir es hier machen. Denke einfach mit einer Leiter. Meine Treppe reinziehen ist dumm, ja. Wir werden einfach ganz stumpf eine Leiter hier hin machen. Vielleicht da so. Ach, herrlich. Sowas lieb ich. Sowas lieb ich. Habt ihr das aber auch mal gesehen? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Das ist das Problem. Ja, das können wir vergessen, hier zu bauen. Das ist das Problem. Wenn man über so einen Hohlraum baut. Selbst wenn es jetzt schon abgestützt ist. Können wir vergessen. Gut, dass es jetzt passiert ist. Wirklich. Können wir vergessen. Das wird uns so hart triggern. Das können wir knicken. Das vergessen wir ganz schnell. Das gibt wieder nur Sorgen. Nee. Dann muss die Mara halt, die gräbt sich ja eh erstmal nach unten. Dann können wir das ja einfach so machen, dass der Forge-Raum dahin kommt, wo ich halt die andere Butze baue. Das könnten wir dann hier mit ein paar Spikes oder so, können wir das ja hier absichern oder sowas. Müssen wir mal gucken. Aber das macht ja keinen Sinn. Das haben wir gerade gesehen. Oder wir könnten natürlich auch sagen, ich baue halt hier erstmal so hier so eine kleine Butze hin. Mal eben gucken, wo bin ich hier genau? Also Plan ist halt hier in dieser kleine Kurve würde ich irgendwie, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich was Burgartiges. Könnte dann halt sagen, ich gehe einfach darüber mit der Butze. Ich will mal eben gucken hier. Ja, da ist nichts. Oder wir könnten sogar hier ans Ende gehen. Oder wir gehen hier genau auf diese kleine Fläche. Ist doch auch ganz geil hier. Die könnte man halt auch schon was anderes Geiles bauen, ne? Ist halt auch sehr geil hier auch mit diesem Anstieg hier, den könnte man glatt nutzen. So viele Möglichkeiten. Ich werde wahnsinnig hier, Leute. Ich werde wahnsinnig. Nee, ist egal, ich baue hier eine kleine Butze hin. Machen wir dasselbe halt nochmal hier. Und es war ja noch nicht mal groß gerade, ne? Es war ja noch nicht mal groß.
Aber habt ihr schon gesehen, was passiert, ey? Wenn man unter so einen Hohlraum baut. Kann man halt einfach knicken. Ich meine, ich habe es oft genug probiert, oft genug gemacht. Das Ding ist, da gibt es dann auch keine Logik. Ne? Man müsste nicht denken, dass es da eine Logik gibt, dass man sagt, man macht das dann so und so. Nee. Bald ein großer Hohlraum ist vorbei. Na gut, das ist jetzt nur aus Pappmaché. Hätte ich es jetzt aufgewertet gehabt gerade, wäre es wahrscheinlich nicht eingefallen. Aber wir können das jetzt einfach mal ausprobieren. Ob es jetzt an dem Loch lag, wie ich vermute. Oder ob es einfach nur an der Haltbarkeit von dem Pappmaschier hier liegt, weil das sind natürlich viele Blöcke. Kann gut sein, dass es nur daran lag. Aber nichtsdestotrotz ist es sicherer, gerade wenn wir in die Höhe bauen wollen, dass wir nicht über so ein Loch bauen. Aber bin ich jetzt nicht sogar kleiner wie gerade, oder was? Aber eigentlich bin ich bei 7x7, ne? Aber wir hatten innen 7x7, ne? Sag mal 5x5 innen. Nee, wir machen schon 7x7. Wir müssen ja, ich meine, die Mara ist dabei. Also in 7x7 ist 9x9 außen. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8. Da muss die Ecke kommen. Nee, so groß hatten wir das da drüben nicht, oder? Ich bin verwirrt. Ja gut, das brauche ich, glaube ich, gar nicht erst ausprobieren, mit Pappmaché innen zuzumachen. Na, ist auch wurscht, ich werde das gleich direkt aufwerten. Kriegen wir schon alles hin. Gut, Leute, ich muss leider die Folge ein bisschen früher beenden, weil Essen ist fertig, sonst ist gleich kalt. Bringt uns ja auch alle nichts, ne? Also, in der nächsten Folge bauen wir auf jeden Fall die Butzi hier fertig. Dann ist auch schon Tag 28. Ich muss mal gucken, ob ich in der Nacht weiterbaue. Wenn, dann nehme ich das natürlich auf. Oder ob ich warte, bis hell wird. Und wir das im Hellen machen. Weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.